Es ist soweit, meine lieben Freunde. Wir haben Boreas Eissturm und den werden wir jetzt einsetzen als Quelle. Ah, und jetzt kommen wir da hoch. Ah, I see, I see. Na dann, treibe mich nach oben. Nice. So, kann ich von hier aus was machen, weil da irgendein Seil war? Ich würde sagen, das ignorieren wir jetzt einfach. Das auch, oder? Ach, ich setze einfach hier das Ding wieder ein. Oh. Dafür wird Seil dann wahrscheinlich sein. Ist das jetzt schon das Labyrinth? Nee, das glaube ich jetzt mal nicht. Wow, was wir hier alles in Gang setzen. So, soll ich jetzt an dem Seil nach oben? Okay, hält sich nicht daran fest. Ach so, ich soll wahrscheinlich hier einfach noch weiter nach oben gleiten dann, oder? Oder? Nee. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hält er sich nicht an den Seil fest. Ah, jetzt mal ernsthaft. Doch, hat er jetzt gerade, oder? Ich trau mich nicht. Genau deswegen habe ich mir nicht getraut. Genau deswegen habe ich mir nicht getraut. Weil ich wusste gerade, dass wir es verkacken. Okay, vielleicht muss ich dann doch nicht hin. Weiß ich aber nicht. Hauptsache wieder 3 Jahre Ladezeiten. Das ganze Spiel über nicht, aber wenn du mal stirbst, dann wirst du richtig bestraft. Und da unten muss ich auch noch anfangen. Ja, klasse. Boah, und vor allem die ganze Sequenz nochmal angucken. Bäh. Da sind diese blöden Seile. Also weiter gleitet mich das aber auch nicht nach oben. Was ist, wenn ich da hingehe? Hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Und hier ist doch auch irgendwas, oder? Haha! Wie ich es mir gerade dachte, weil es doch hier so geschimmert hat. Die dritte Phönixfeder. So sieht's nämlich aus. Da hat nämlich gerade was geschimmert. Und dann war mir sofort klar. Geil. Magie noch einmal nach oben. Ich denke, das war auch das letzte Mal. Ich zweifle mal, dass wir jetzt noch mal 3 finden. Aber man weiß ja nie. Dann hat es sich so gelohnt, dass wir gestorben sind. Weil da wären wir ja gar nicht mehr hingekommen. Oder doch? Ja, ich gucke mich jetzt nochmal ganz genau um. Also für mich ist eigentlich recht logisch, dass ich mich an diesem scheiß Seil nach oben... Ach, da sehe ich es jetzt. Da sehe ich es jetzt. Ah, da habe ich es jetzt gesehen. So, die Frage ist jetzt nur. Ja, okay. Das habe ich jetzt gerade eben nicht vorher nicht gesehen. Okay, das sieht natürlich mächtig aus. Holy cow. Okay, sieht gut aus. Oh, das war knapp. Okay, warte, ich schaue mich erst nochmal um, ob wir hier nicht noch irgendwas haben. Sieht nicht so aus. Okay, dann geht's weiter. Huch. Oh, da kommt jemand. Nämlich hier. Boah, ich dachte, ich bin tot. Ich dachte jetzt eiskalt. Aber Gott sei Dank nicht. Der schmeißt mich jetzt runter, der Penner. Hä? An was bin ich denn jetzt bitte gestorben? Na, no, bitte nicht nochmal alles. Bitte nicht nochmal alles. Ich hab keine Ahnung, an was ich gerade gestorben bin. Ach Gott sei Dank, ey. Und da bin ich jetzt echt froh. Das hätte mich gelangweilt, hätte ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen müssen. Hauptsache, ich schub's sie runter. Schubst, ich weiß es nicht. Okay, die versuchen auf jeden Fall zu schubsen, finde ich überhaupt nicht. Komm, geht doch mal alle nach Hause hier. Boah, ich konnte mich gerade kaum bewegen.
irgendwie sind das jetzt ganz schön viele. Dann werde ich doch einfach mal hier ein bisschen Zauber einsetzen. Oh 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 oh. Uiuiuiui. Gut. Das ist jetzt ein User-Kill. Oder auch nicht. Scheiße. Halt auf normalen Wege. Bam, finaler Schlag und ciao. Und tschüss, dachte er sich nur. Hat dann einfach weggeworfen. So, aber jetzt muss ich doch an das Seil da drüben, oder? Alles andere wäre doch Irrsinn, ne? Also das Seil sieht doch jetzt mal wirklich kletterbar aus. Außer er wechselt die Kamera, sodass ich da nicht hinspringen soll. Was sagt er von hier aus? Da wechselt er sonst dazu? Das ist ja auch blöd. Was, wenn ich hier stehe? Muss ich jetzt das Ding hier zerstören, oder was? Nein. Hä? Jetzt von mir. Hä, das Seil, das will ich einfach nur nehmen, aber wie soll ich das nehmen, wenn die Kamera, ich kann die Kamera doch nicht drehen. Ach, es geht wahrscheinlich nicht weiter, weil der da noch lebt, kann es sein. Ich glaube, das ist irgendwie gerade ein ziemlicher Bug. Und weil ich den von da aus nicht treffen kann. Muss ich jetzt da runterfallen? Ich kann ihn ja nicht greifen. Wartet mal. Vielleicht mit etwas Glück kann ich ihn blenden und er fällt runter? Nein. Dann kann ich nur hoffen, dass ich ihn mit dem Bogen treffe. Tue ich aber auch nicht. Scheiße. Was mache ich dann jetzt? Mann, ey, selbst wenn ich auf dem Ding da oben stehe. Hä, ich kann nichts machen. Ist das jetzt wirklich ein Bug? Muss ich mich jetzt umbringen? Oh mein Gott, wäre das dämlich. Ich habe ihn scheinbar erwischt. Das war jetzt dämlich. Das war echt äußerst seltsam. Ja, jetzt habe ich auch, sieht das auch schon ein bisschen anders aus hier. Bin ich aber wieder hier. Hier waren wir doch schon mal. Quasi. Ich guck jetzt mal, ob wir hier wieder irgendwas Lustiges haben. Drüben ist noch eine Notiz. Hier ist aber auch nichts. Nö, dann müssen wir jetzt wohl darüber. Aber hier waren wir doch schon. Muss ich jetzt wieder den ganz normalen Weg gehen? Aber habe jetzt die Chance, wahrscheinlich mit dem Eissturm irgendwas Neues zu betätigen? Keine Ahnung. Schauen wir doch mal. Vielleicht hier? Stimmt, weil da ging es ja noch weiter nach oben und da war ja diese Bodenplatte, die ich nicht aktivieren konnte. Und da kann ich jetzt nämlich den Eissturm einsetzen. I see. Und ich sehe auch, dass ich hier auch was übersehen habe. Haha. Da war es so einfach. Auf der anderen Seite war nämlich auch genau hier eine. Tja. So einfach ist es. So. Dann setzen wir das ja auch hier mal ein. Okay, hier muss ich hochrennen. Okay, dann hat hier alles schon seinen Sinn. Und eine weitere Notiz. Ich bin mal gespannt.
Zeus verlangt eine neue Zelle für einen weiteren Gefangenen. Nachdem ich die Richter des Hades gesehen habe, verspürte ich Mitleid mit den armen Seelen, die dort gequält wurden. Möge sie Erlösung finden, lange bevor sich die Kette des Gleichgewichts löst. Tag 4593, es war ein Tag später, als die letzte Nachricht, die wir gelesen haben. So, hier wird jetzt nochmal alles aufgefüllt. Weiß nicht, es kommt mir suspekt vor. Da ist er, Tatsache. Daedalus. Mein Sohn, mein lieblicher Ikarus. Ah, gut, gut. Du hast den Eissturm. Der Skorpion muss tot sein. Da ist Sturm. Er ist das Geheimnis des Labyrinths. Um zu entkommen, müssen wir es zusammensetzen. Gut, gut. Du hast schon begonnen. Einige Blöcke sind schon angeordnet. Also, wenn du drinnen bist, benutze das Geschenk des Boreas. Es ist der Antrieb des Labyrinths. Du bist nicht... Aber du... Was hast du mit meinem Kind gemacht? Mein Sohn! Wo ist mein Sohn? Dein Sohn ist tot, Daedalus. Mein Sohn? Mein Kind? Nein! 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 Ich nahm das Geschenk des Hades, das flüssige Feuer und den Eissturm, um die Macht des Labyrinths zu erschaffen. Die Macht erwecken! Die Macht zu erwecken! Die Macht zu zerstören! Der König der Götter hat mich verlassen! Er sagte, wenn ich das Labyrinth baue, sorgt er dafür, dass mein Sohn zurückkommt! Er sagte, wenn ich das flüssige Feuer nehme... Mein Sohn, oh mein Kind! Ach du Scheiße, okay, dann ist das wirklich das Labyrinth. Wir müssen es jetzt zusammensetzen, habe ich das richtig verstanden? Ach du liebe Zeit. Gehen wir erstmal hier lang und holen uns hier noch ein bisschen was ab. Ach du liebe Zeit, zusammensetzen, ist das jetzt hier wieder so ein richtig schönes Rätsel quasi, oder wie? Na, ich bin mal gespannt. So. Gorgonenauge, es wäre natürlich gut, wenn Gesundheit auch nochmal kurz nach oben gehen würde. Was mache ich denn jetzt mit der ganzen... Weil die Löwen haben wir jetzt schon, die Hermesstiefel, das ist Quatsch, Helioskopf ist auch Quatsch. Die Klauen, weil dann glaube ich das nächste ist dann die Nemesis-Peitschen. Dann setze ich das lieber in die Nemesis-Peitschen. Okay, da gibt es nämlich so einiges und ich glaube, das geht dann nämlich ganz gut ab. Dann kann ich die nämlich auch nochmal zwei Stufen verbessern. Ich denke, ich werde dann schon gerüstet sein für den großen Kampf am Ende. Aber schauen wir mal, ich muss jetzt erstmal darüber. Ich werde hier wohl einfach springen können, oder? Ach so, da war ein Seil. Ja, okay. Ich muss sehen. Daedalus. Okay, da bewegt sich schon von alleine was. Das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Oh, oh. Shit! Ich glaube, da haben wir uns verdrückt. Das geht natürlich so nicht. Gott sei Dank wieder ein ganz netter Checkpoint. So, da warte ich jetzt einfach nochmal kurz. Ah, und da müssen wir wieder was einsetzen. Okay. Oh. Warum sollte ich das nicht tun? Was setzen wir gerade das Labyrinth zusammen? Oh ja, tun wir. Oder ist es jetzt erst ein Labyrinth? Oh oh.
Oh nein. Das Labyrinth.